Führungswechsel an der Pariser Oper. Direktor Benjamin Millepied nimmt seinen Hut. Der 38-Jährige wollte das 1669 von Ludwig XIV. Ins Leben gerufene Traditionshaus umkrempeln und stieß dabei auf erheblichen Widerstand. Für mich ist das Wichtigste, etwas zu schaffen, etwas zu geben und von den Tänzern inspiriert zu werden. Damit wollte ich das Ballett weiterentwickeln. So wie diese Stelle beschaffen ist, ist sie nichts für mich, sie passt nicht zu mir. Seine Nachfolgerin wird die ehemalige Star-Tänzerin Aurélie Dupont. Die Trägerin des französischen Verdienstordens hatte ihre Karriere im vergangenen Jahr beendet. Aus meiner Sicht bleibt die Pariser Oper ein Haus des klassischen Tanzes, das offen für den zeitgenössischen Tanz ist. So und nicht andersherum. Unter meiner Leitung wird die Oper nie ein Haus des zeitgenössischen Tanzes sein, das gelegentlich klassisches Ballett anbietet. Die Oper ist wie eine alte Dame, die man respektiert und nicht von jetzt auf gleich ändert, sagte sie. Millepied war seit November 2014 Direktor der Pariser Oper. Der Franzose ist mit US-Schauspielerin Natalie Portman verheiratet.